Vielen Dank an Elfriede Kruse und unsere Esperantisten aus Herzberg am Harz, denn wir haben hier im Domeyerpark, der Standort scheint ein klein wenig zu wechseln gelegentlich, eine wundervolle Gedächtnisbank, die eine Bereicherung für die Menschen darstellt. Meinem Empfinden nach verhält es sich nämlich in den Grünanlagen hier besonders im Domeyerpark so, dass wir zu wenige Ruhebänke haben, auf denen man sich dann niederlassen kann. Und hier wurde mit der Gedächtnisbank für Frau Elfriede Kruse ein Ruhepol geschaffen, der den Menschen der Stadt hier in dieser grünen Oase zur Verfügung steht. Esperanto Bank. La Reloi Ligas La Landoin, Esperanto La Popoloin. Die Schienen verbinden die Länder, Esperanto verbindet die Menschen. Esperanto hat ganz viel mit der Eisenbahn zu tun. Also es gibt ganz viele Eisenbahner, die Esperanto gelernt haben, wegen dem grenzübergreifenden Verkehr, damit man sich verständigen konnte. Und das ist eine Anspielung darauf. Und da unten steht noch Memore al Elfriede Kruse, 1914 bis 2016. In Erinnerung an Elfriede Kruse, geboren 1914, verstorben 2016. Ein vielen Dank, großen Dank an Elfriede Kruse für ihr Engagement für Esperanto und ein großes Dankeschön an unsere Esperantisten, die das Andenken an Elfriede Kruse aufrechterhalten und den Menschen der Stadt diese wundervolle Bank zur Verfügung gestellt haben. Eine weitere Bank im Park, darauf habe ich irgendwie fast gewartet. Gerade im Sommer ist es toll, wenn man sich hier nochmal gemütlich niederlassen kann. Ist auch in der Nähe von Spielgeräten, kann also auch von Eltern genutzt werden. Aber es gibt hier auch andere Parkbesucher, die hier regelmäßig unterwegs sind. Die finden das halt natürlich auch extrem bequem, hier unter den Bäumen sitzen zu können. Diese Bank scheint mobil zu sein. Ich habe sie an verschiedenen Punkten im Park schon erkennen können. Das heißt, sie muss hier nicht in diesem Spielbereich stehen bleiben. Einige Leute transportieren sowas ja mal ganz gerne in den Schatten, wenn die Sonne scheint. Ist also von daher flexibel einsetzbar. Ich kann nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich war sehr positiv überrascht, dass es diese Neuerung hier gegeben hat. Und ich wünsche auch weiterhin einen ganz wunderbaren, schönen, sonnigen Sommer.